Nein, sofort, wenn ich da. Jo, recht herzlich willkommen bei Wörter for Ships. Jo, diesmal kein gewertetes Gefecht. Zufall. Wenn wir doch einmal. Obwohl, eben, ich bin da nicht ein bisschen der Zerstörer-Fan. Muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Also, so ehrlich bin ich jetzt noch. Sie haben einfach nicht so eine Überlebensfähigkeit, die kleine, giftige Scheißdinger, muss ich sagen. 7800, wenn ich aufgerüstet ist. Meine Fresse. Eigentlich die Salve und weg bist. 700 Treffenpunkt weh. Oh, scheinbar. Und Torpedo-Reichweite, also, jo, ich meine, man kann es übertreiben, aber das ist also wirklich die Ehrlichkeit. 3 Kilometer tief. Aber vielleicht sind die Russen wirklich dazu mal so gesehen, ich weiß es nicht. Es scheint fast so. Jo, Dorland, die haben wir ja da schon einmal ein bisschen. Etwa zweimal oder dreimal oder irgend sowas gemacht. 12 pro Minute, also treffen macht sie gut. Aber eben, ja. Aber schöne Rettungsbötle haben sie. Ich glaube, das ist für den Kapitän, das für die restlichen Leute, Matrosen und so weiter. Irgend so etwas. Keine da in der im Kommandostand. Nein, ich sehe es nicht. Machen sie noch irgendwelche Kabelrollen oder Filmrollen oder so etwas an Bord? Irgend so etwas. Aber eben mit der Russe da. Machen wir mal da mit der Orlan. Ne? Aber warte jetzt mal, was haben wir da überhaupt? Ah ja, die ist ja voll. Das wäre ja der nächste, den wir könnten nehmen. Nein, ich will keine goldigen Sterne ausgeben. Jetzt machen wir das so. Die Urlaub. Warte, warte mal, können wir den Urlaub annehmen. Halt. Elf Komma zwei Flachsackstück, 2 Kilometer, ja. Jo, rum. Da haben wir jetzt schon ein Bild. Machen wir Korb fast. Zwischen ihnen wieder einmal. Jo, ich muss, oh, ich kann gerade sagen, ich bin wieder da, wenn dann der Ladebildschirm durch ist, aber das ist jetzt ein Wasser gekommen. Oh je, wir sind nicht ein bisschen vorne eingestuft. Nee. Also da zum Beispiel gut, ich meine, Verbesserungsvorschläge immer gut, aber hier ein bisschen das Ganze ein bisschen breiter machen, als man die vollen Namen sieht. Das wäre natürlich General Quarters. Ja, die Aurora. 11,2, 2, 7, 2, 1. Ja, lassen wir mal so etwas. Dann wird die gesund. Let's give them a hard time. Yeah, thank you. I owe you one. Herzlichen Dank. Seid All stations, so. Proceed to capture that area. Received. I'm on it. No, negative. You're on your own. I need fire support. Hang in there. Help is on the way. We're going to say, not a moment, not a blah blah blah.
Ja, schnell ist sie jetzt auch nicht, die Aurora, muss ich sagen. Also was unter 20 ist, ist für mich einfach irgendwie. Du musst dir fast überlegen, was du machst, wenn du im Spiel. Also was mir ja auch schon passiert ist, also nicht oft, aber ein paar Mal. Also am Schluss, wenn du Tabellen angeschaut hast. Null getroffen, also also wirklich, hast du vielleicht schon etwas abgegeben, aber einfach nicht getroffen. Und dann einfach, ja, sie haben nicht viel zur Teamleistung beigetragen, ja. Aber wenn du mit einem langsamen Schiff unterwegs bist, musst du fast aufpassen, was du machst. Weil es kann sein, dass du einfach. Ich sage jetzt mal, kein Feind da, der griffst. Und schussreich mit dir ist und die Schlacht geht vorbei. Und du bist irgendwie rund um den Zug rumgefahren und. Ja, hast einfach nicht dazu beigetragen. Oh. Ich gebe einmal mega vor, halt. Und das geht gar nicht schlecht aus. Diese kleinen giftigen Scheißdinger natürlich hassen wie Gift. Das reicht rein. Langsam. Eben, und was ja ist. Oh! Yes! Das ist ein guter Schuss drin. Irgendetwas will er boxen. Our team has taken the lead. Oh nee, die sind schon lange da dran. Eben langsam minus 18. Die Flaggen anschaut, das ist doch keine russische Flagge. Das kommt mir innen so ein bisschen mehr schottisch oder weiß ich was vor. Jo! Wir schippern mal so gemütlich durch die Gegend. Bei nicht ganz stürmischer See. Und. Aha. Jetzt schießen wir mal ganz. Die ganze Breitseite. Oh ja, das hat gut gesagt. Für das wir mit der Aurora umballern. Ja, genau, das haben wir. Wir haben zwar nicht in Brand gesteckt, sonst hätten wir den ganzen Zahn bekommen. Aber auch ein guter. Die arme Seite. Aber es ist ekelhaft, wenn du irgendwie noch immer reinfährst, wo nur zwei auf die schießen und wenn sie gut schießen, dann bist du einfach. Ja, scheiße. Dann bist du wirklich am Arsch. Ja, da hängen Abschuss, wenn. Oh, du blöder Sack. So, jetzt. Ist alle. Oh ja, da geht's.
Einen Abschuss, minimum einer. Also manchmal tut es die schon ein bisschen. Dass es da Leute gibt, die einfach nur mehr darauf warten, bis sie fast tot ist der Gegner und dann hauen sie schnell eine Salve rein und Abschuss. Aber. Das ist eben das, was ich hasse. Ja, gut, schön, wir haben gewonnen, aber ey. Sind wir jetzt den hier Camp eingenommen oder was? Ich weiß es nicht. Eben, siehst du jetzt hier, normalerweise kannst du zweimal drücken. Aber das ist ja da jetzt schön, ist schon aufgelistet. Die Reihe noch, wer wie wo steht. Also, ja. Ah, wir haben alle. Alle versenkt von denen. Komisch. Komisch, 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 was läuft da ab? Ja gut. Also dann lassen wir das für dieses Mal. Aurora von der Russen, UdSSR, Sowjetunion, Ostblock, wie du es auch immer nennen willst. Ja. Da haben wir ja wohl nochmal irgendwie. Naja, kostet mir noch 169. Hier will ich nicht ausgeben. Vergiss es. Machen wir lieber noch einen Schlag. Also, nehmen wir das. Sonst wird es lang, wenn ich noch jetzt einen zweiten anhabe. Also, bis zum nächsten Mal dann. Und danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.